meine Lieben, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder im Format Motherhood. Und heute habe ich das Thema Geburtsbericht bzw. die Geburt meines Sohnes für euch. Ich freue mich wahnsinnig, dass euch dieses Thema so interessiert. Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Ich habe auf Facebook was gepostet und es ist... Also ich habe noch nie so viel zurückbekommen auf ein Video. Und freut mich riesig an alle, die neu dazugekommen sind wegen diesen Themen. Herzlich willkommen auf meinen Kanal und ich freue mich mit euch, das Ding hier zu starten. Und ja, ich will gar nicht noch länger darüber darum reden und fange gleich an. Also, viele wussten ja nicht, also viele, die mir schon lange folgen, die mich kennen, wussten ja gar nicht, dass ich schwanger war oder es wurde geredet, aber ich habe es nie bestätigt oder irgend sowas. Und deswegen fange ich mal mit der letzten Woche bzw. mit den letzten Monaten meiner Schwangerschaft an und erzähle euch dann bis zur Geburt meines Sohnes. Also ich würde mir was zum Trinken holen oder einen kleinen Snack, weil es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert. So. Unser Geburtstermin bzw. unser errechneter Termin war eigentlich für den 19.05. angesetzt gewesen, aber der kleine Mann wollte nicht früher kommen bzw. wollte nicht an den Tag kommen und ist 4 Tage danach am 23. Mai gekommen. Ich habe in meiner Schwangerschaft immer geglaubt gehabt, dass es passieren könnte, dass er früher kommt, dadurch, weil ich so viel Stress einfach hatte. In der Schwangerschaft, die Symptome kann ich euch ein bisschen aufzählen. Ich hatte jetzt nicht die schlimmste Schwangerschaft oder so, aber ich bin ein Mensch, ich war ungern schwanger und ich hatte, was hatte ich denn alles? Also ich hatte Sodbrennen am Schluss noch ein bisschen, nicht so stark zum Glück, und mir war öfters übel in meiner Schwangerschaft, aber das waren die ersten Monate. Und ja, und dieses Übelkeit ist echt scheiße. Vor allem, wenn man sich da nicht übergibt. Bei mir war es wirklich so, mir war immer übel, aber ich habe mich nicht wirklich übergeben. Klar, in der Schwangerschaft an sich habe ich mich 3-mal übergeben müssen. Aber ich glaube, das war nicht wegen den Hormonen oder so, sondern einfach, weil ich Schlechtes gegessen habe oder so. Und ja, und wie gesagt, ich hatte wirklich eine stressige Zeit in der Schwangerschaft. Zumal ist es der Umzug gewesen. Der Papa ist gekommen von meinem Sohn und ich hatte Familie und Freunde und halt richtig private Schwierigkeiten gehabt, beziehungsweise in meinem privaten Umfeld hat sich vieles getan und und dadurch hat sich auch sehr viel Stress aufgestaut und deswegen dachte ich eigentlich, dass der kleine Mann früher kommen würde, aber es war nicht so zum Glück, also Frühgeburt ist ja nicht so gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, er ist 4 Tage später gekommen und zwar, ich erzähle jetzt mal vom Donnerstag, also den 19. Mai, da hatte ich meinen letzten Frauenarzttermin gehabt und bin dann zum Frauenarzt gegangen mit meinem Mann und wir haben dann, ich wurde dann an das CTG geschlossen. Wer nicht weiß, was ein CTG ist, das sind so Kabeln, ich kann das jetzt nicht voll wie eine Ärztin erklären oder so, sind auf jeden Fall so Geräte, an die ich angeschlossen worden bin und damit kann man das Herz von dem Kind und von der Mama also beobachten und es schlägt halt und ja, und ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwas nicht gut ist. Genau, und da war ich angeschlossen, wir haben uns das Herzpochen von dem Kleinen angehört und es war alles tipptopp. Und ja, und eigentlich sollte ja Easy an den Tag kommen, angerechnet. Es ist immer so, dass das Baby später kommt oder halt auch früher leider. Dann haben wir einen Termin für den Montag gemacht, aber das Ding war, dass halt meine Ärztin bzw. meine Frauenärztin ist halt an dem Montag dann in den Urlaub. Die hatten, die Praxis war geschlossen, aber ich hatte ja noch meinen Belegarzt. Ein Belegarzt ist ein Arzt, der mich halt im Krankenhaus angemeldet hat, aber das ist irgendwie voll kompliziert, keine Ahnung warum. Aber wir haben dann ihn versucht, die ganze Zeit anzurufen, einen Termin zu machen, dass ich am Montag nochmal komme. Haben wir dann erreicht und wir haben dann Montag Termin gesetzt, dass ich halt, wenn sich am Wochenende nichts tut, dass ich am Montag zu denen in die Praxis gehe und nochmal alles nachschaue und eventuell, ob das Baby dann geholt werden muss oder keine Ahnung. Und ja, dann am Wochenende dann, es ist nichts passiert, ich habe mich in die Badewanne gelegt, um zum Entspannen, weil das soll ja auch anregen zur Geburt und
ja, es ist halt das ganze Wochenende darüber nichts passiert. Dann am Sonntagabend, das war dann der 22. Mai, ja, in der Nacht, um 2 Uhr ungefähr. Das ist ja ziemlich privat und ich bin da ein bisschen so, auf jeden Fall, ja, in 2 Uhr in der Nacht habe ich halt mich irgendwie so nass gefühlt und dachte mir so, oh Samira, was hast du da angestellt? Und bin halt dann aufgestanden, bin aufs Klo gegangen und habe halt gemerkt, ja, vielleicht, ich war mir nicht sicher, weil es meine erste Schwangerschaft gewesen ist, meine erste Geburt, ich war mir nicht sicher, was es jetzt war, und aber ich hatte schon im Gefühl, okay, das war die Fruchtblase. Und ja, dann, ich schlaues Mädel, habe mich dann wieder ins Bett gelegt und dachte mir so, ja, okay, wir haben eh in ein paar Stunden Termin, Frauenarzttermin, und ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, weil ich hatte auch keine Wehen. Es war, wie gesagt, nur die Fruchtblase ist geplatzt. Jetzt nicht so pff, geplatzt, ne? Also ich habe mir immer das so vorgestellt wie in den Filmen, aber so ist es überhaupt nicht, keine Angst. Habe mich dann wieder hingelegt und in dem Moment hat mir eine Freundin geschrieben, also die auch gerade in der Zeit schwanger war, hat mir gerade geschrieben, hey Samira, wie geht's? Wie schaut's aus? Um 2 Uhr in der Nacht, aber die lebt halt in der Türkei und da ist irgendwie die Zeitumstellung anders, keine Ahnung, ich glaube es ist auch nur eine Stunde oder so. Auf jeden Fall, die hat mir dann geschrieben und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, halt was jetzt gerade passiert ist und so, aber dass ich mir keine Sorgen mache, weil ich habe eh einen Termin und leg mich jetzt wieder schlafen. Zum Glück ist diese Freundin aber so eine, die, ach, ich würde zum Arzt gehen, ich würde das, 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 und ich bin wirklich so eine, ja, okay. Und ja, dann hat sie mir halt sozusagen Angst gemacht und dann dachte ich mir, ja gut, ich rufe dann einfach mal ein Krankenhaus an, schildere gerade, was passiert ist und mal sehen, was die Ärzte dann halt sagen, also das Krankenhaus sagt. Ich wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus kommen und dann, dass die dann sagen, ich soll wieder nach Hause gehen, weil sich nichts tut oder so. Deswegen war ich so relaxed und habe gesagt, okay, wir haben eh morgen den Termin beim Arzt. Ja, dann habe ich im Krankenhaus angerufen, da war eine Hebamme dran und habe halt alles erklärt, was gerade passiert ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll mich doch bitte auf den Weg machen ins Krankenhaus, und weil das halt dann die Fruchtblase geplatzt ist. Gut, dann war es so 3 Uhr und ich habe dann Sultan aufgeweckt, also ich habe dann ihn aufgeweckt und gesagt, ja, was halt passiert ist. Er ist gleich aufgesprungen, so, ja, müssen wir jetzt los? Und so, ich so, nein, chill. Also ich habe halt alles so gechillt gemacht, weil, wie gesagt, ich war halt nass, aber hey, das hatte ich in Kontrolle. Aber es hat mir nichts wehgetan oder so, oder ich habe mich nicht schlecht gefühlt oder so. Deswegen habe ich gesagt, er soll chillen und habe halt geschaut, wann der nächste Bus kommt. Wir haben kein Auto. Und ich wollte Taxi oder Krankenwagen rufen, weil es mir ja so, wie gesagt, gut ging. Und der Bus würde erst ab 4 Uhr wieder fahren. Und ja, dann habe ich gesagt, er soll ruhig, also er soll sich wieder hinlegen und so. Ich wecke ihn dann auf, wenn er halt sich fertig machen soll und wir losgehen. Dann habe ich halt die Wohnung noch aufgeräumt, weil ich wusste, ich werde jetzt 3 Tage bestimmt nicht zu Hause sein. Und danach geht's los mit den ganzen Besuch und bla 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 und dies und das, und habe halt wirklich die Wohnung noch aufgeräumt. Ich hatte ja eine Stunde Zeit, habe wirklich den Boden gewischt, die Küche sauber gemacht, Wohnzimmer so einigermaßen tipptopp gemacht und habe dann nochmal meine Kliniktasche gepackt. Die war schon gepackt, die stand schon da, ich glaube, da war ich schon in der 35. Woche. Genau, ich habe meine Kliniktasche nochmal überprüft, ob ich alles drin habe, ob alles da ist, und habe halt alles fix gemacht. Und ja, dann war es kurz vor 4, da habe ich halt Sultan nochmal aufgeweckt, so, ja komm, wir müssen uns jetzt losmachen, und wir sind dann zum Bus gelaufen, das war nur 10 Minuten von uns entfernt, und in diesen 10 Minuten, also in der Zeit, wo ich gesagt habe, komm, wir müssen jetzt langsam los, habe ich langsam meine Wehen bekommen. Die Wehen haben nicht wehgetan, ich hatte davor keine Übungswehen oder so, oder hatte ich? Nee, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall, die Wehen haben mir nicht wehgetan. Es war halt dann nur kurz so, oder ging es halt wieder. Und es war halt in 8-Minuten-Takt. Das ist ja noch völlig in Ordnung. Auf jeden Fall, dann sind wir auf dem Weg zum Bus gewesen, sind dann im Bus eingestiegen. Und bei der Busfahrt auch an sich habe ich auch immer Wehen bekommen. Und bis wir halt im Krankenhaus angekommen sind. Dann waren wir im Krankenhaus, haben uns halt angemeldet, also gesagt, ja, ich habe schon angerufen und so. Und ja, dann wurde ich gleich in den Kreissaal gesetzt.
gelegt und wurde gleich wieder an ein CTG geschlossen und man hat die Herztöne vom Baby beobachtet und mein Herz und ja, und es hat sich halt die ganze Zeit noch nichts getan. Ich musste halt ausziehen und die Ärztin hat halt überprüft, ob es schon losgehen kann, aber es war halt noch nichts. Also mein Muttermund war noch nicht offen, beziehungsweise war halt noch zu. Und ja, dann lagen wir halt rum, haben ein bisschen rumgespäselt und so alles und es war ganz lustig. Also im Nebenraum waren halt immer Frauen zu hören, die gerade ein Kind bekommen haben und wir halt, also ich immer so, oh, was schreit die jetzt so, oder, weil ich war wirklich so relaxed, ich hatte überhaupt keine Angst vor der Geburt, ich war so, okay, jeder hat das, also alle Frauen der Welt, also die Frauen, die schon ein Kind bekommen haben, es auch geschafft, ich werde es auch schaffen und es wird bestimmt wehtun, ganz, 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 ganz sehr wehtun, aber ich werde es überleben. Und ja, und die haben halt rumgeschrien und es hat halt wehgetan und so. Und wir haben uns jetzt nicht über die lächerlich gemacht oder lustig gemacht, sondern wir haben halt so ein bisschen halt, ich glaube, wir waren schon aufgeregt, er war aufgeregt, ich war aufgeregt und das hat uns halt gerade die Nervosität genommen, sorry. Und ja, dann kam die Hebamme und hat halt gesagt, wir sollen doch nochmal spazieren gehen ein bisschen, weil sich noch nichts getan hat. Und dann sind wir losgegangen und haben uns in ein Café gesetzt, also wir sind schon spazieren gegangen, haben uns dann in ein Café gesetzt und haben gefrühstückt und da hatte ich halt auch immer stärkere Wehen und die haben auch schon ein bisschen mehr weh getan, aber es war jetzt immer noch aushaltbar, ne? Und sind dann halt wieder zurück ins Krankenhaus und die haben mich dann wieder an den CTG geschlossen und bla bla bla. Und es hat sich leider immer noch nichts getan. Und das war das, was ich die ganze Zeit vermeiden wollte. Und zwar, dass ich halt nicht gleich loslegen kann, sondern dass ich noch spazieren gehen muss oder das oder dies und das. Und das wollte ich halt wirklich nicht. Aber ja gut, haben sie uns nochmal rausgeschickt und so. Und dadurch Bilder. Dann wurde ich an einen Wehentropf angeschlossen, damit die Wehen ein bisschen stärker sind und es halt endlich losgehen kann. Und ja, es hat schon wehgetan, so ein bisschen, aber es ging. Und dann haben mir die Ärzte halt so Papierkram gebracht. Und Leute, wenn ihr die Zeit dazu habt, dann bitte erledigt das, bevor ihr ins Krankenhaus kommt, bevor die Geburt eures Kindes ansteht, dieses ganze Papierkram zu machen. Macht es das irgendwie davor. Ich habe es natürlich versucht, auch davor zu machen, aber es ging halt zeitlich nicht, weil ich habe auch gearbeitet und wie gesagt, ich hatte ganz viel Stress außenrum. Und musste das halt dann im Krankenhaus leider machen. Völlig unromantisch. Auf jeden Fall dann, sorry, dass ich immer so auf jeden Fall sage. Auf jeden Fall. Danach wurde das PDA bei mir gesetzt. Ja, es ist halt so befreiend gewesen. Also ich hatte halt so Schmerzen, so wirklich dann krampfartige Schmerzen und so. Und dann kriegst du einfach, okay, es war eine richtig dicke Nadel. Ich kann euch hier auch ein Bild wieder einblenden. So sah das aus. Und es hat mir nicht wehgetan, weil ich bin da wirklich schmerzfrei, was Nadeln und Spritzen und so alles angeht. Es hat mir nicht wehgetan. Und ja, danach hat sich das einfach nur so gut angefühlt. Also ihr habt voll die Schmerzen und dann alles weg. So war das auf jeden Fall. Und ich lag dann da. Ich weiß gar nicht mehr wie lang. Auf jeden Fall wurde es immer schmerzhafter und schmerzhafter und schmerzhafter. Und ich so, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt dieses Kind da rauskriegen. Und dann kam die Ärztin und hat meinen Belegarzt angerufen, weil er wollte unbedingt bei der Geburt dabei sein, voll lieb. Aber ja genau, es war da schon 15 Uhr oder so und er wurde angerufen, aber er hatte irgendwie gerade keine Zeit gehabt und es ging alles dann irgendwie so schnell. Es hieß dann, ja, es geht jetzt los, bla bla bla, so dann so hinter mir, also er war Gottes echt zum Glück, er war halt bei der Geburt dabei, also ich rede von zum Glück, weil er war ja davor nicht mal in Deutschland und hat es trotzdem pünktlich zur Geburt seines Sohnes geschafft und ich war so mächtig stolz darauf, dass wir das so geschafft haben und habe mich einfach gefreut, ihn bei mir zu haben. Er stand dann hinter mir und dann ging es los und hieß es einfach pressen und ich habe gepresst und nochmal pressen und ich habe nochmal gepresst und ich konnte nicht mehr, Leute, es war so Kräfte raubend, also ich konnte wirklich nicht mehr und habe dann gebettelt, ich habe wirklich gebettelt,
bitte, bitte, ich brauche eine Pause. Können wir eine Pause machen? Bitte, ich brauche eine Pause. Und die Ärztin natürlich, nein, das geht jetzt nicht mehr. Bla, bla, bla und dies und das. Und dann musste ich an die Frauen denken, die davor rumgeschrien haben. Und ich so, ja, Samira, super. Und habe halt richtig geschrien und geschrien. Und ich wollte unbedingt eine Pause. Ich glaube, mir ist auch eine Träne gekommen. Und dann habe ich halt die Idee gehabt und habe halt gemeint, ich habe so Durst, könnte ich bitte was zum Trinken haben? Und dann haben die halt kurz eine Pause gemacht, also dann durfte ich trinken, habe mir wirklich Zeit gelassen, bis die nächste Wehe kam und dann musste ich halt wieder und die auch erpressen. Und dann habe ich nur noch das Geschrei gehört, also das Schreien meines Sohnes, und er lag dann schon auch schon auf mir, hat wirklich so seine Augen aufgeschlagen und ich war einfach nur wirklich so glücklich. Es ist so überwältigend, Leute. Es ist so eine Wucht, die auf einmal in einen aufkommt. Also es ist einfach unbeschreiblich. Also wirklich, jetzt verstehe ich, wenn jemand sagt, ja, das ist unbeschreiblich, das Gefühl, ein Kind zu bekommen. Und es war wirklich so. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war das schönste Gefühl, was ich in meinem ganzen Leben je gefühlt habe. Und ja, einfach ihn schreien zu hören. Ich finde es halt nur schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, wo er geschrien hat. Aber wie gesagt, er war auch voll aufgeregt. Und ja, ich habe ihn dann schreien hören. Es war alles in Ordnung. Und dann hieß es, es ist ein Junge, weil ich wusste nicht, was es ist bis zu dem Tag. Und ja, wir waren sehr, sehr glücklich. Und ich habe ihn nur richtig fest an ihm gehalten. Ich bin, und man hat halt noch weiter an mir unten rumgemacht, weil ich bin gerissen. Und ich habe das alles gar nicht mehr mitbekommen, weil ich ihn in der Hand halte und alles einfach schön war. Ich habe mich gar nicht mehr im Krankenhaus gefühlt oder so. Ich habe mich einfach in einem ganz anderen Ort gefühlt mit meiner kleinen Familie. Und ja, dann sollte Sultan in die Nabelschnur abschneiden und er ist gerade aus Togo gekommen. Also die kennen das gar nicht. Meistens die kennen das überhaupt nicht. Ich kenne das auch nicht bis zu dem Tag. Ich habe auch jetzt bis heute immer noch keine Nabelschnur geschnitten. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Auf jeden Fall hatte er irgendwie Angst und hat halt Nein gesagt. Und die Ärztin, doch, das musst du jetzt tun und so. Und ich auch so, ja, du musst das tun. Und dann hat er halt diese Schere bekommen und hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Es war einfach sau schön. Also ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Es war einfach echt wirklich, wirklich schön. Und ja, dann wurde ich auch, also nachdem man das alles fertig gemacht hat und man das fix gemacht hat, wurde ich eigentlich in den Flur geschoben, weil irgendwie das Zimmer, was ich bekommen, noch nicht frei war oder irgendwas da war. Und habe halt da im Flur gewartet. Die haben das Baby mitgenommen, nochmal kontrolliert, gewaschen, glaube ich, tut man. Und ich weiß nicht, was man alles war. Also ihn abgeputzt und so. Und dann kam er nochmal zu mir und dann hieß es schon, ja, ich soll ihn stillen. Und ich hatte halt Probleme mit dem Stillen, aber dazu kommt auch nochmal gesondert ein Video. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ja, es war einfach so, so, so ein schönes Gefühl. Das, ich glaube, das können wirklich nur Frauen erleben, die halt ein Kind bekommen. Oder halt, es kann ja nicht jeder ein Kind bekommen, leider Gottes Willen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ja, dann lagen wir halt da. Also ich lag da und mein Mann saß neben mir und wir haben ihn einfach nur angeschaut. Und er hat uns auch angeschaut. Und oh, es war so einfach. Es ist dann einfach nach 9 Monaten, ne, beziehungsweise 10 Monate, die du das Kind in dir getragen hast, all die Sorgen, die waren, all die ganzen Arztgänge, all das zu erledigen, ihn immer zu spüren in dir drin und dann hältst du ihn einfach in den Armen. Es ist einfach überwältigend und ich versuche mich echt zusammenzureißen und keine Träne zu verlieren. Aber Leute, es ist wunderschön. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Und ja, dann höre ich halt so eine Hebamme schreien, also jetzt geht's mal weiter, höre ich eine Hebamme schreien, so, ja, was hat denn der gemacht und so. Und ich dachte mir so, was haben wir angestellt, ne? Und ja, wie gesagt, mein Mann kennt das ja nicht und der hat halt die Nabelschnur also so unglücklicherweise so scheiße
geschnitten, dass es die ganze Wand angespritzt hat. Und die haben sich halt voll darüber aufgeregt, wir haben es halt noch voll gehört. Also ich fand das eigentlich irgendwie scheiße, das hätte man auch irgendwie machen können, ohne dass wir das mitbekommen, ne? Aber die hat halt da voll rum und ich dachte mir so, ja, ich kann ruhig aufstehen und diese scheiß Wand für sie putzen. Er kann nichts dafür, sozusagen. Also so habe ich mir das halt gedacht. Und ja, dann wurde ich in mein Zimmer geschoben, dann kam endlich mein Arzt. Er so voll, oh, das ging aber schnell, er musste irgendwas noch erledigen. Ich so, ja, kein Problem, der ist so ein lieber, oh Gott, egal. Auf jeden Fall, dann wurde ich jetzt so ein schönes Zimmer für mich ganz, ganz allein. Ich bin so froh, dass ich ein Zimmer für mich allein gehabt hätte, weil das hätte man niemandem zumuten können, was da los war in diesem Krankenhauszimmer. Besuch, 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 Besuch. Und Ausländer, beziehungsweise wir Afrikaner, ihr wisst, was ich meine. Es war so viel Besuch da und ich war wirklich froh. Ich habe es mir nicht ausgesucht, es war einfach so. Ich war so, so froh, dass ich ein eigenes Zimmer hatte. Und wer die Chance dazu hat, sollte das anmerken, dass er ein eigenes Zimmer haben möchte. Vor allem, wenn man so viel Besuch bekommt. Und, oh mein Gott, hat gerade gepumpt. Danach lag ich lag 3 Tage im Krankenhaus, Montag bis Donnerstag, also 4 Tage, also man rechnet ja den einen Tag nicht mit. Also 3 Tage lag ich im Krankenhaus, er kam am 23. Mai an einem Montag um 15.23 Uhr auf die Welt und ja, ich hatte gleich schon an dem Tag schon Besuch und dann halt durchgehend, Leute, 2 Wochen, ich finde es einfach schrecklich, also muss nicht sein. Also natürlich Besuch schon, ja, aber egal. Und ja, es war so schön und dann am Donnerstag, das war dann ein Feiertag, durften wir dann nach Hause gehen und ja, und unsere Familie war komplett, also dann sind wir heimgegangen. Also unsere Familie war komplett, ich, mein Mann und Zain Islam. Und viele haben mir auch geschrieben, ja, Samira, dein Sohn hat so einen schönen Namen. Ich habe noch eine Geschichte zum Namen von meinem Sohn. Also wenn es euch auch interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare rein oder schreibt es mir, wo ihr auch wollt. Und dazu kommt dann auch nochmal ein gesondertes Video, weil das war nicht einfach, ihn Zain Islam zu nennen. Und ja, wen es interessiert, ihr wisst Bescheid. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen im Geburtsbericht, weil das wäre dann ein Jammer. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat nicht allzu lang gedauert und war irgendwie ein bisschen interessant. Und ja, ihr wisst, was ihr machen müsst. Einfach einen Daumen hoch da lassen, ein Kommi. Ich freue mich mehr über Kommentare als über Daumen hoch oder Abo. Ich weiß nicht warum, weil ich dann halt diese Interaktion habt und das finde ich viel schöner. Aber natürlich könnt ihr mir auch ein Abo dalassen, um weitere Videos nicht zu verpassen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es heißt Motherhood. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.